Was wissen Sie über Buddha? Der Buddhismus ist eine Lehrtradition und Religion mit weltweit 500 Millionen Anhängern, deren Gründung auf Siddhartha Gautama, dem historischen Buddha, zurückgeht, der im 6. Jahrhundert vor Christus in Nordindien lebte. Der Buddhismus entwickelte sich ursprünglich auf dem indischen Subkontinent, wo Siddhartha Gautama als Prinz im Adelsgeschlecht der Shakya im nordindischen Fürstentum zur Welt kam. Im Alter von 35 Jahren erlangte er nach der Lehre des Buddhismus die Erleuchtung und wurde in der Folge als Buddha, was Erwachter, Erleuchteter bedeutet, bezeichnet. Buddha sah sich weder als Gott noch als Überbringer der Lehre eines Gottes. Er stellte klar, dass er die Lehre nicht aufgrund göttlicher Offenbarung erhalten, sondern vielmehr durch eigene meditative Ansichten ein Verständnis der Natur, des eigenen Geistes und der Natur aller Dinge erkannt habe. Diese Erkenntnis sei jedem zugänglich, wenn er seiner Lehre und Methodik folge. Dabei sei die von ihm aufgezeigte Lehre nicht dogmatisch zu befolgen, im Gegenteil. Er warnte vor blinder Autoritätsgläubigkeit und hob die Selbstverantwortung des Menschen hervor. Er verwies auch auf die Vergeblichkeit von Bemühungen, die Welt mit Hilfe von Begriffen und Sprache zu erfassen, und mahnte eine Skepsis gegenüber dem geschriebenen Wort oder feststehenden Lehren an, die in anderen Religionen in dieser Einsicht kaum anzutreffen sind. Der Beginn der buddhistischen Zeitrechnung wurde auf das Jahr 543 vor Christus gelegt. Der Buddhismus zeichnet sich durch eine hohe Toleranz gegenüber anderen Denk- und Glaubenssystemen aus. In seiner ursprünglichen Form und durch seine vielfältige Fortentwicklung ähnelt der Buddhismus teils mehr einer Denktradition oder Philosophie als einer Religion im westlichen Verständnis. Von den anderen Weltreligionen, Judentum, Christentum, Islam, unterscheidet sich der Buddhismus grundlegend. So benennt die buddhistische Lehre weder einen allmächtigen Gott noch eine ewige Seele. Indem jemand Zuflucht zu Buddha sucht, bezeugt er seine Zugehörigkeit zur Laiengemeinschaft des Buddhismus. Ziel von Buddhisten ist es, sich durch ethisches Verhalten, die Kultivierung der Tugenden, die Praxis der Versenkung, also der Meditation, und die Entwicklung von Mitgefühl und Weisheit vom ewigen Kreislauf des Leidens zu befreien. Auf diesem Weg sollen Leid und Unvollkommenheit überwunden und durch Erleuchtung der Zustand des Nirvana erreicht werden. Siddhartha Gautama, Buddha, der Erleuchtete, lehrte bis zum Alter von 80 Jahren, bis bei ihm das endgültige Nirvana, das Verwehen, eintrat.